Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, Gimli, mit der 89. Folge von Final Fantasy 7 Remake. Diese Mission bringt mich wahrscheinlich um. Oder der Energy, oder das Nikotin. Oder hier. Na komm. Oder die Kamerasteuerung ist hier echt so kacke. Ja, ob mich das getroffen hat, ey. Mann, ich komm da. Hallo. Ja. Alter. Alter!
Ah ja. Ja, alles klar. Volle Konzentration. Bloß nichts überstürzen. Alter, ich habe auch kein Gas. Mann! Ja, das war echt Alter. Na los, durchhalten! Komm schon! Wir nehmen den Kopf, verstanden! Und das macht rum. Sephiroth! Kauf mir mal zwei Items hier. Ja, Mega Dank nehme ich auch immer. Äther generell auch. Na, no, Vorneckfeder. Hätte ich bestimmt gut gebrauchen können. Mega Dank nehme ich auch nochmal 8 Stück davon. Alle nicht mehr, okay. Okay, zack, zack, zack. Und speichern. Ja, da. Kann ich, ich wollte mal kurz gucken. Ist das das hier? Ach so, oh sorry, ich muss mal kurz was testen. Diese passiert sich. Ach, die ist immer noch blockiert, alles klar. Weiß nicht, ob ich die Folgen dann überhaupt... Halt. Ich speichere erstmal hier ab. Ich bin mal gespannt, wie das dann bei YouTube geregelt ist. Da kommen die schwarzen Federn.
2, 3, ja. Das Leben fließt durch den Planeten. Doch wenn er stirbt, stirbt alles mit ihm. Der Planet stirbt nicht. Sterben. Wirst du. Den kennen wir doch. Da kommt man endlich wieder zurück. Und dann wird man so begrüßt. Zack. Der Preis der Freiheit ist gesalzen. Ja, eigentlich im alten, also im alten Final Fantasy 7 PlayStation 1 Universum, sage ich jetzt mal, der ist eigentlich tot in, zu dieser Zeit. Trage Träume im Herzen. Und was auch immer passiert, bewahre deine Ehre. Als Soldat! Kommt und holt der Allweg klaut. Na nix. Wir sind hier am Scheideweg. Hier entscheidet sich das Schicksal. Warum hältst du mich auf? Das frag ich mich auch. Was ist denn auf der anderen Seite? Das ist die gute Frage. Freiheit macht mir Angst.
Stimme aller, die je existierten. Ihr Klagen, das die Welt durchzieht. Und das ist Sephiroths Schuld? Sorry. Dieser Schrei berührt ihn einfach nicht. Ihn kümmern weder Freude noch Glück. Was das Leben lebenswert macht, versteht er nicht. Er hat niemanden in dieser Welt, um den er trauern würde. Er sorgt sich einzig um sich und den Planeten. Deshalb kämpft er mit allen Mitteln. Das ist einfach nicht richtig. Sephiroth ist der wahre Feind des Planeten. Deshalb kämpfe ich. Und ich möchte euch bitten, mich dabei zu unterstützen. Zusammen können wir ihn aufhalten, das weiß ich. Aber dann ändern wir das Schicksal von allen. Dann ändern wir unser aller Zukunft. Darum habe ich gerade gezögert. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen ihn aufhalten, damit der Schrei verstummen kann. Mhm. Überschreitest du die aufgebürdeten Barriere der Mauern, weiß niemand, was dahinter erwartet. Stell die Idee oder das Alkohol aus. Also. Seid ihr alle fit? Mal gucken. Lass mal meine TP. Wachstab. Hier, den ist hier nicht mehr hin. Komm, so sehe ich Materialschloss. Also eigentlich mehr habe ich ja geheilt, eingekauft. Ich könnte eigentlich so jetzt starten. Oder wir heben uns das für die nächste Folge auf. Das ist sogar noch besser. Nein, ich will euch damit nicht ärgern. Ich will jetzt mal gucken, was wir hier noch machen können. Zack. Lautet nichts. Hört auch nicht. Ich denke mal, das machen wir dann nächste Folge. Was sagt ihr? Wenn wir da reingehen, kommen wir vielleicht nicht mehr zurück. Okay. Also ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch beim Zugucken. Sagt mir mal Toku, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gameleko ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.